Hey Leute, welcome back oder so. Ja, siehst du, hab so ein bisschen verpasst. Kommen wir noch in das hungrige Hugo rein. Was hast du mit Corinna gemacht? Ich hab. Okay, was hast du mit Corinna gemacht? Das heißt, wie zu. Okay. Sei mal hingestellt, egal. Wir gucken einfach rein. Eben, bevor ich mir. ZDF ja, geschafft. So, und hier kommen jetzt der Schwul und ich gleich drin vor, oder was? Steam ist ein Online-Marktplatz für Spiele. 30 Millionen Menschen sind da jeden Tag online. Mit so vielen Leuten könnte man einen souveränen Staat bilden, der sogar seine eigene Landessprache hätte. Jetzt haben wir eine Jetzt sogar seine eigene Landessprache. Oh Gott. 9-3, Samira. Da kommt ein 10-1, Olaf. Kommt wieder runter und macht einen Pentakill. Wieso steht der Bronze Olaf 10-1? Ist das geil. Die Leute machen sich über die League of Legends Sprache lustig, dass man das nicht versteht, aber damit haben sie ja eigentlich recht. Ist ja übertrieben vernördelt. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Freunde, wir... Und League, eine der toxischen, ich hasse dieses Wort. Irgendwie sowas mal, ne, Spiele, es gibt echt, oh Gott, Communities. Das Spiel, Katastrophe. Eigentlich, das Erste, was du machen musst, alles aus. Also kein Chat, nix, dass du nichts mehr mitkriegst und einfach dein Ding durchziehst. Es ist anders, ist Katastrophe. Geht nicht. Es ist nicht spielbar. Vergiss es. Edeltour 3.0, geh Richtung Albanien. Versuchen zu meinen Albos. Nein, wo sind meine Albos? Ey, ich hab noch nicht ganz gecheckt, ist das disrespectful für Albaner? Ich hoffe nicht, Digga, ich hoffe nicht. Ich wünsche mir, diese Aussage würdest du auch mal tätigen, wenn wir uns live sehen. Best of Edeltour Fails. Alles gut? Wir haben uns für jedes Land, wo wir durchfahren, Sticker anfertigen lassen. Wo sind die nett hier Baden-Württemberg-Sticker? Das hat legit jeder Schwanz schon benutzt. Und das fanden wir irgendwie nicht so cool. Liebe Grüße an Hobbylos. Das ist einfach krass. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Das ist wirklich der wildeste Ort, um den Edeltour-Sticker zu platzieren. Carsten Stahl in seinem Kiez in Berlin-Neukölln. Ich bin Carsten Stahl und ich zeige euch mal meine Geschichte. Hier ist er aufgewachsen. Mein Name ist Carsten Stahl. Ich bin Carsten Stahl. Mach die Tür auf. Bis hierhin und nicht weiter. Jo. Kevin. Aber sorry. Okay. Also bis jetzt, ich kann das nicht. Es, sorry, aber. Ey, also Leute, ist das respektlos, wenn ich jetzt einfach das hier einfach als Takeaway mitnehme? Ja. Ich schaff das nicht. Hey Leute, also ich schalte jetzt gerade aus, ich gebe auf für heute, Digga. Glaubst du an dich? Willst du hoch in den Olymp oder willst du unten bleiben? Meine Oma kann mehr essen als Kevin. Ich hoffe, dass deine Oma noch so viel isst, die blöde Kuh. Mittelschlauer Streamer beleidige ich irgendwo von Zuschauern. Also ich weiß nicht, ob man da mittelschlau überhaupt noch, ob mittelschlau überhaupt, na komm, lassen wir's. Komischerweise sind das immer die, die ne, sich als guten Menschen auftun und dann kommen so zwischendurch doch noch solche Dinge und das da ist dann einfach. Ich hoffe, deine Oma verliert immer im Bingo. Ja, deine Oma verliert im BH. Digga, Alter. Also ich bin gerade ein bisschen genervt. Edeltour. Danke. Alter. Ich dachte schon, Alter, halbe Video bald nur Edeltour. Warum? Du musst mal gucken, dass ich nichts hier kaputt mache. Ja, das ist schon echt ein Riesending hier, was wir haben, Alter. Dazu schießen! Digga, was machst du hier? Ja, das schlachten doch Leute. Sag mal, die Frau hast du gerade geweckt. Geweckt. Was habt ihr denn so? Ich hab geweckt gesagt, ich hab nicht versprochen. Was sind eigentlich Freud'sche Versprecher? Muss man den Sitz nach vorne? Wie geht das? Oh. Er dachte, es hupt. Ach so. Boah, das wäre so geil gewesen. Oh, du Mühle. Okay, okay. Die Aktion, die fühle ich tatsächlich wieder. Wir sind auf dem Weg zum Oktoberfest. Und das ist schon. Kann der mal rechts fahren? Meine Fresse. Kann der mal rechts fahren? Da ist ein Standstreifen. Warum soll der rechts fahren? Fahr rechts! Er kann ja nicht rechts fahren, da ist ein Standstreifen. Die Aussage macht ja gar keinen Sinn.
Aber ich verstehe, dass wenn einer da mit 60 durch die Gegend guckt und 80 ist erlaubt, oh, ey, das kannst du nicht bringen. Das ist... Meine Fresse, ey. Ja, da steht was auf dem Auto. Digga, Digga, die haben die Heckscheibe angemalt. Hallo Zabek, Schradi und Carsten. Geil. Revi-Trans. Guck mal. Okay, okay. Was wird Abriss? So hab ich den noch nie gesehen. Guck mich an und nicht in den Chat. Dich liebe ich. Weil du du bist. Weißt du, was ich meine? Okay, Taxi, Abfahrt. Darf man gerade hier nicht ausmachen? Das ist nicht normal. Aber wenn der Fahrgast das wünscht, ist... Nein, das ist keine Wunschkonzerte hier. Okay, Entschuldigung. Kommen jetzt alle runter. Ich bin jetzt so laut. Warum drehen deine Augen? Was? Er dreht sich um, guckt mich so an, ihm laufen die Tränen einfach von der Nase, weil er so lachen musste. Da kommt ein besoffener Greis. Ach, du liebes Lieschen, wo wollen Sie denn hin? In die Nachtlups, in die Nachtlups, in die Nachtlups, in die Nachtlups. Die Nachtlups, geht er in die Nachtlups? In die Nachtlups. Ja, schön. Was soll? Warum fährt der direkt? Was denn? Markise ist gebrochen. Oh ja. Wo ist der Fehler bei der Markise? Klären wir jetzt gleich. Mach die Markise runter. Alter! Wir geworden einfach wahrscheinlich. Weil ich gar nicht dafür. Wenn ich mir das so angucke, gar nicht dafür ausgelegt gewesen. Das bei zu viel Regen wahrscheinlich, weil es nicht richtig ablief. Im Arsch, ne? Nehme ich jetzt mal so an. Wir haben, was da für ein Gewicht drauf kommt. Das ist zu schwer geworden. Weil es halt nicht richtig abläuft, weil es sammelt sich ja alle. Wo ist der Fehler bei der Markise? Klären wir jetzt gleich. Mach die Markise runter. Alter! Ist im Arsch, ne? Das Ding müssen wir jetzt so wieder reinklemmen. Alter! Chill, chill, bitte komm runter, ich brauch dich. Komm runter, ich brauch dich. Hör auf, du Fritz, Mann! So dünner Faden bei mir gerade und du furzt. Ja. Das Ding ist kaputt, 100%. Hey! Ohne Scheiß, warum? Der Ausgang ist auch kaputt. Schreibt gerade einer, wir sollen Ronny anrufen, der hat heute Nacht in der Mülltonne geschlafen. Wie ist es in der Tonne? Und mir geht's gut? Ja. Ja, der Vogel hat auch so. Der hat wirklich, der hat so ein an der Bier. Warum? Warum? Oh Gott. Ich nee. Soll ich einfach hier da an den Baum pinkeln? Ich pinkel einfach gegen den Baum jetzt hier. So. Sorry. Was denn? Sacroteo. Oh, sorry. Ich weiß nicht genau, was du möchtest. Sacroteo, no. Ich hab nichts, sorry. Ich die Nachricht. Ah. Einer in mein Chat hat geschrieben. Manuels Büro hat packen. Manuel, sie hat Fragerunde gemacht. Was hältst du dazu, dass Rohr in jedem Stream rassistische Witze tätigt? Kenn ich nicht, was? Weiß aber, dass hier der beste Ort dafür ist. Ey, was passiert hier? Ich hab NRW-Verbot! Nie wieder in NRW machst du einen Auftritt. Bald mein Surierlager muss weg aus NRW. Die Scheiße geht hier langsam zu weit. Du sagst, die Scheiße geht zu weit. Du bist für dein racist Shit verantwortlich. Gib deinen Namen in TikTok ein. Da kommen Videos von dir, wie du über Bananen oder irgendwas lachst. Du wurdest geschenkt von Rort. Es kann nicht gut sein, deswegen film ich. Sydney, was hast du mit Corinna gemacht? Das sieht gar nicht gut aus. Es geht um das Thema, wie man Frauen bekommt. I want to get away.
Wenn ihr eine Beziehung habt und wenn ihr der Uschi verfallt, dann habt ihr verloren. Jonas hat gerade 1.000 Euro Champagner auf. Wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich doch nicht einen Mann nehmen, der keine Kohle hat. Eure Chick muss verstehen, dass es lauter andere Mädels gibt, die auf dich stehen. Ein bisschen flirty, flirty, ein bisschen talk, dass sie immer noch andere Optionen offen hat. Ein paar Sekunden später. Traurig. Wir müssen eine Räuberleiter machen, Bro, damit wir uns eine Kiwi runterholen. Einige wilde Schimpansen nutzen bei der Futtersuche ein anderes Aus. Bitte, warum? Außergewöhnliches Werkzeug. Weiß mal ab. Boah, schmeckt übel sauer. Ja, voll. Was ist, wenn das giftig ist oder so? Was macht Jesus? Ganz kurz, was geht hier ab? Kriegen wir es aufs Maul? Ey, komm raus! Okay. Ja, der packt mich ein. Nicht, dass wir jetzt irgendwelche komische Mafia-Scheiße hier am Laufen haben. Ich bin voll heiliger. Der gefesselt ist gerade in. Oh mein Gott, Bro, der verfolgt mich, Digga. Dominik. Was genau? Ist der noch hinter? Der. Der ist die ganze Zeit starb. Ja, okay, was machen wir jetzt? Bro, hä? Dreh um, lass mich mal machen jetzt. Okay. Du hast auf jeden Fall nichts Schlimmes gesagt. Was war das? Bisschen geblitzt worden. Alright, Freunde, wir machen jetzt die Sauce. Das ist so viel Zwiebel. Du kleiner Nuttensohn, Alter. Guck mal, da ist die Katze. Digga, der hat einfach einen. Digga, was hat die denn Schnurrbart? What's the name of the cat? Oh. Is this his name? Oh. What did he do between 39 and 45? Hey. Also das ganze Video bestand in dem Sinne, wenn du so willst, aus drei Parts. Aus ganz Twitch Deutschland und es besteht aus ein paar Platte mit Reese, Zwerg Schradi. Und dann hast du diesen kurzen Ausreiter zu Sydney Kolwinderkopf. So, 2,5 Minuten. Und dann nochmal 1,5 Minuten. Auf 4 Minuten, also fast das halbe Video besteht eigentlich nur aus Papa Platte und Reese. Ich weiß nicht. Also ich bin eh, fühle ich nicht. Also das ist, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sage einfach mal bis dahin. Und auch hin.